Es geht weiter mit Nachhaltigkeit, das hat Michael gerade eben schon angedeutet. Und es geht um die Nachhaltigkeit digitaler Infrastrukturen. Und ich freue mich, den Managing Director von Equinix heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns zum Thema Nachhaltigkeit einiges erzählen. Ich bin sehr gespannt. Begrüßen Sie mit mir Herrn JP Feidner. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Hallo. Ja, wenn man das Thema so nimmt, Smart Country, ne? Das ist so wie, wir wollen digitaler werden. Ich bin gerade aus Wedding hergefahren mit so einem Berliner Taxifahrer und die Schnodderschnauze hat mir viel über Digitalisierung oder fehlende Digitalisierung in Deutschland erzählt und was alles so fehlt. Deswegen bin unter anderem ich hier, denn das ist, wir gehen in die Cloud, aber auch die Cloud steht irgendwo in Hardware, in digitale Infrastruktur und deswegen erzähle ich ein bisschen was über Equinix heute. Nachhaltigkeit digitaler Infrastrukturen löst manchmal so das Gefühl aus, die Leute sagen, das sind doch alles so große graue Klötze mit viel Stromhunger, diese Rechenzentren. Und darüber möchte ich gerne heute reden. So ein paar Pressemeldungen aus den letzten Jahren, aus verschiedenen Ländern, dass das alles ganz schlimm ist, diese digitalen Infrastrukturen und eigentlich nur ganz viel Strom brauchen. Ich würde aber gerne mit einem Statement starten, das ich am Ende nochmal aufnehme. Und zwar sollten Rechenzentren eigentlich noch viel, viel mehr Strom verbrauchen, als sie heute schon tun. Nicht ein Zitat von mir, habe ich von einem Kollegen entnommen aus Australien, aber es wird aufgeklärt. Wenn wir über Rechenzentren, Nachhaltigkeit, Stromverbrauch reden, dann ist das nur die Spitze des Eisbergs. Eigentlich ist es noch viel schlimmer als die Pressemeldung, weil wir reden über die großen Rechenzentren, die jeder sieht, die jetzt gerade eröffnet werden. Auch in Berlin werden hier viele neue eröffnet. Das sind diese großen Kolokations- und Hyperscale-Rechenzentren. Was keiner sieht, sind die ganzen Rechenzentren, die in den Fabriken stehen, in den Bürotürmen, in Lagerhallen, in all den Unternehmen, die seit 40 Jahren Daten digital verarbeiten. Vielleicht nicht so fancy wie heute, aber Daten werden verarbeitet. Und wenn wir über das reden, was heute gebaut wird, Kolokationen und Hyperscaler, möchte ich gerne mit Ihnen nochmal so einen kleinen Exkurs machen. Wir gehen ins Mittelalter zurück. Und das Problem im Mittelalter war, es gab Bauern, es gab Schmiede, es gab Bäcker und so weiter, die über das ganze Land verteilt waren. Die haben ihre Waren über das Land transportiert, Waren verdorben und auch wenig Innovation. Im Grunde ist es das Gleiche, was es auch in der Digitalwirtschaft gab bisher. Jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht, jeder war so ein bisschen digital in seinem Unternehmen und hat ein bisschen was digitalisiert, aber irgendwie musste man sich miteinander auch austauschen. Und die Lösung im Mittelalter war die Schaffung eines zentralen Marktplatzes innerhalb der Burg. Und das sind heute die Rechenzentren, die Kolokations- und Hyperscale-Rechenzentren. Man kann das auch so ein bisschen moderner beschreiben. In den Rechenzentren kommen Kunden zusammen und schaffen Geschäft, sie tauschen sich miteinander aus. Wir nennen es immer den Kolokationsbus. Also kann jeder von Ihnen als Pendler mit dem eigenen Auto in die Stadt fahren und hat diese 140 Gramm CO2-Ausstoß oder Sie steigen in den ÖPNV nach 24 Stunden Berlin, sage ich, ÖPNV ist besser als Individualverkehr, definitiv. 10 Leute oder mehr davon von Ihnen im Bus und Sie haben weniger CO2-Ausstoß. Und das Schöne ist, der Bus ist das Rechenzentrum. Sie reden mit Ihrem Banknachbarn, machen vielleicht einen Flieger auf dem Weg vom Urlaub schon mal gemacht und Sie tauschen sich aus, oh, ich komme aus demselben Ort, oh, ich arbeite bei derselben Firma, oh, ich arbeite in derselben Branche und man kommt ins Gespräch. Und so entwickelt sich Innovation. Das passiert in den Rechenzentren. Unten haben wir den Punkt der Data Gravity. Vielleicht zu erklären, oft kriege ich die Frage, warum stehen Rechenzentren denn da, wo sie stehen? Warum stehen die jetzt alle in Berlin am selben Ende? Warum stehen die alle in Frankfurt? Warum stehen die alle in München? Das ist ein Begriff, der wurde vor Jahren geprägt. Ist ein bisschen wie Planeten. Große Planeten ziehen kleine Planeten an. Und so ist es auch mit Daten. Große Datenmengen ziehen weitere Datenmengen an. Alles, was wir heute gehört haben oder hören, die Vernetzung, das Sharing vorhin von der Deutschen Bahn zum Beispiel, die Autoanbieter, die Wartung der Autos, die Deutsche Bahnvernetzung, die Bahnhöfe, die vielleicht dann im Stadteigentum sind, alle diese Dinge müssen ja miteinander vernetzt werden. Die Parkanbieter, eine Abcoa und Co. Und das passiert im Rechenzentrum. Die Kunden vernetzen sich miteinander, das nennt man Interconnection. Bestes Beispiel, wenn wir im öffentlichen Nahverkehr sind, wer das noch nicht wusste, Rechenzentren machen das Fliegen sicherer, weil ihr Flugzeug sammelt auf dem Flug mit dem Triebwerk ganz viele Daten, landet, sendet diese Daten in die Cloud, die werden analysiert, ist auf dem Flug irgendwas passiert, was nicht in Ordnung war, bleibt das Flugzeug am Boden, bekommt eine große Wartung, war es in Ordnung, gehen Sie wieder hoch. Also wenn es mal ein bisschen länger dauert, weil die Wartung länger dauert, war vielleicht tatsächlich was an der Maschine, entspannt sein am Flughafen, weil danach ist es auch sicherer. Wenn wir dann nochmal drüber reden, Stromverbrauch in Rechenzentren ist eine relative Annahme immer ganz schön. Die unteren Balken, die Sie sehen, die kleineren unten, das sind 5 verschiedene Szenarios von verschiedenen Anbietern, Greenpeace, US State Department, die Bitkom und das Borderstep Institut. Die haben eine Analyse gemacht, wie der Stromverbrauch der Rechenzentren wachsen wird. Und man sieht, die wachsen, oben in der Tabelle sind die Durchschnittswerte,
zwischen 5% und 18% im schlechtesten Szenario im Schnitt pro Jahr. Das ist sehr viel, deswegen reden wir auch gleich darüber, was wir tun. Die Relation ist aber ganz interessant. Der blaue Balken, der zeigt, wie viel Rechenleistung in den Rechenzentren passiert, wie viel Daten werden ausgetauscht. Man sieht, dass diese Lücke immer effizienter wird. Das heißt, wir holen immer mehr raus aus jeder Kilowattstunde Strom. Das ist gut, trotzdem wollen wir Strom sparen, wie wir alle. Da ist nochmal eine Analyse, was in den Rechenzentren eigentlich passiert. Die dunklen drei unteren Balken, das ist das, was tatsächlich Prozessor-Power ist, also was wirklich Rechenleistung ist. Und die oberen drei sind das, was in einem Rechenzentrum benutzt wird bei Kolokation, um zu kühlen, Sicherheit und Strom und Ähnliches. Also man sieht, der Balken oben wird immer kleiner und unten der Balken wird immer größer. Wir sind auf einer Smart Country Convention. Und wenn ich den Balken vorher zeige, diese Graph, sagen die Leute immer, ja, aber Katzenvideos und die Urlaubsbilder von Tante Ernas 30. Geburtstag auf Buxtehude Heide sind vollkommen egal. Das ist nicht das, was wächst. Das muss uns bewusst sein. Ganz links von diesen vier Balken, der rechte, das sind die Katzenvideos. Das ist YouTube, Netflix und Co. Das wächst, aber weniger als 40% jedes Jahr. Ganz, ganz, ganz links das ist das, was wir alle nutzen mit unseren Telefonen. Telefonieren, FaceTime, Zoom, Teams, was auch immer wir nutzen. Das wächst ganz ordentlich, aber das wird auch noch mehr kommen, wenn wir wieder nach Hause gehen in eine hybride Arbeitswelt. Interessant sind die rot umkringelten drei Kästchen auf der rechten Seite. Die passen zu dem Event heute. Das ist Government. Das ist Dienste für Bürger und das ist der Healthcare-Bereich. Das sind die Dinge, die wir hier ansprechen. Wenn man sich schaut, das Wachstum ist über 50% jedes Jahr drauf. Natürlich ist die Summe kleiner als Telco im Moment, aber es wächst einfach immens nach oben. Und das ist das, was den Bau von Rechenzentren antreibt. So, Equinix gleich ganz kurz. Wir sind als Kolokationsanbieter auf der ganzen Welt vertreten. Wir sind der größte weltweit in 240 Standorten. Auf 6 Kontinenten, für die Pinguine haben wir nichts, aber für alle Bürger auf 2 Beinen sind wir überall vertreten. Und vielleicht ganz kurz Deutschland, wir sind nicht in Berlin, wir sind in Hamburg, Düsseldorf, München und vor allen Dingen in Frankfurt mit knapp 600 Mitarbeitern, weil es auch immer heißt, Rechenzentren, die haben ja gar keine Mitarbeiter. Das gehört übrigens auch zur Nachhaltigkeit dazu, wo wir gleich drüber reden. Was machen wir für Nachhaltigkeit? Und das sind Beispiele, die machen nicht nur wir als Equinix, aber da kann ich natürlich am besten drüber reden, das macht die ganze Branche, um eben diesen Stromverbrauch und den CO2-Ausstoß dadurch zu vermindern. Nachhaltigkeit hat ja 3 Komponenten, die soziale, die ökonomische und die ökologische Komponente. Ja? Und über alle 3 Komponenten muss man reden, dass wir nicht nur eine vernachlässigen, auch wenn wir derzeit fast alle über CO2-Ausstoß reden, also über die ökologische Komponente. Wir haben uns als Unternehmen an den SDGs der UN orientiert und haben uns die rausgesucht, für die wir konkret was tun konnten. Und über die sprechen wir jetzt auch. Eins mehr, genau. Wenn wir das Thema Energie gehen, es sind 4 große Dinge, die wir tun. Wir kaufen zum einen erneuerbare Energie ein. In Deutschland seit 2014 haben wir 100% erneuerbare Energie. Wir haben ein Start-up, das haben wir an Bord genommen. Die haben eine künstliche Intelligenz eingeführt. Das passt eigentlich sehr schön zum Thema des Smart Countries, die Steuerung im Rechenzentrum des Kühlsystems steuern. Und man sieht unten die rechnerischen Werte. Wir sind gerade das erste Jahr im Live-Betrieb, wie viel man durch reine Software spart. Keine Hardware eingeführt, total cooles Startup. Die haben auch gerade wieder einen Preis bekommen und räumen ganz gut ab in der Branche. Ich glaube, die werden relativ weit verbreitet sein bald. Übrigens, für jemand aus einer anderen Industrie, diese Steuerung, die tun, kann man auch in jedem anderen Industrieunternehmen einführen, also auch in Produktionsbetrieben, in Fabriken. Photovoltaik, wir packen im Grunde jede freie Dachfläche jetzt voll mit Photovoltaik. Bringt es was overall für den Gesamtverbrauch? Nicht so richtig viel. Es bringt aber was für die Spitzen. Die Photovoltaik produziert den meisten Strom im Sommer. Klar, wenn die Sonne scheint. Im Sommer brauchen wir auch die meiste Kühlung, weil die Sonne scheint und es warm ist. Das heißt, wir möchten unsere aktive Kühlung im Sommer komplett durch unseren eigen produzierten Strom decken, was bei vielen Standorten auch funktionieren wird. Und dann haben wir das Thema Abwärmenutzung. Das wäre eigentlich schön für die Kreislaufwirtschaft. Die Abwärme aus einem Rechenzentrum ist für uns ein Abfallprodukt. Und der englische Titel Waste Heat beschreibt es eigentlich noch besser als der deutsche Abwärmenutzung. Im Sinne des Kreislaufs wäre es schön, die zu recyceln und für andere Dinge zu nutzen. Es gibt ein kleineres Projekt bisher in Frankfurt. Das war ganz glücklich, weil es da die Standorte schon gab und die Rohre. Es gibt jetzt ein größeres, was gerade vor 2 Tagen in Berlin eröffnet wurde. Der werte Kollege von der NTT sitzt nachher auf dem Panel, wer zuhören will. Finde ich ein sehr schönes Projekt, also man darf auch in der Branche, sind wir recht positiv übereinander. Aber ich will mal ein bisschen über die Herausforderungen auch reden. Wir kriegen als Branche mit dem Sofortprogramm der Bundesregierung jetzt die Vorgabe,
Genehmigungen nur noch, wenn 30% der Abwärme abgegeben werden, gerne auch mehr, auch wenn die Gemeinden schon sagen, mehr können wir nicht aufnehmen. Wenn die Gemeinden die Abwärme umsonst von einem Rechenzentrumsbetreiber bekommen würden, sagen, mehr kann ich nicht aufnehmen, weiß man, es ist schon schwierig. Ja? Und dann reden wir doch mal drüber. Also Abwärmenutzung kommt aus dem Rechenzentrum. Klar, da kommt die Abwärme raus mit ungefähr 35 Grad. Habe ich eine Wasserkühlung, bin ich irgendwo bei 60, 65 Grad. Dann habe ich Nutzer, die das nehmen. Wir als Privathaushalt, ich glaube im Moment, jeder, der auf Gas ist, ist froh, wenn er Abwärme nutzen kann. Auch wenn man da seine Heizanlage umbauen muss. Schwimmbäder, klar. Krankenhäuser ist immer ein super Abwärmenutzer, weil die sehr konstant eine Temperatur halten. Gewächshäuser haben wir nicht so richtig viele im urbanen Umfeld in Deutschland. Oder Lebensmittelindustrie. Die habe ich auch seit neuestem gelernt, sehr, sehr viel Abwärme für die Produktion tatsächlich benutzen. Problem ist das in der Mitte. Wir haben Rechenzentrum an einem Standort, wir haben die Konsumenten an einem anderen Standort, aber wir brauchen Rohre, weil Abwärme über die Luft hinzuleiten funktioniert ja leider noch nicht. Ist wie Strom über lange Strecken, Induktion funktioniert nicht. Und für viele Netzbetreiber ist es unattraktiv. Also in Frankfurt, wo die meisten Rechenzentren stehen, könnte man die ganze Stadt rein rechnerisch mit der Abwärme der Rechenzentren beheizen. Komplett die ganze Stadt. Aber jeder Meter Rohrleitung kostet die Netzbetreiber ungefähr 5.000 Euro. Das ist ein Haufen. Ja, wenn man auch nur 350, 400 Meter bauen muss, ist es ein Haufen Geld. Und das Invest möchten die momentan nicht tun, weil es gibt noch genug Abwärme in die Netze. Wir bauen ja leider die Kohlekraftwerke ein bisschen weiter auf im Moment. Da kommt sehr viel Abwärme und deswegen ist der Invest nicht so gern gesehen. Ohne das bekommen wir die Abwärme aber nicht zum Konsumenten. Deswegen jeder, der jemanden kennt, der Abwärme gerne nehmen möchte, immer auf uns zukommen. Wir sind inzwischen als Betreiber dazu übergegangen, die Abwärme ohne die Netzbetreiber direkt auf die Konsumenten abzugeben, wenn es nicht anders geht. Ist für uns ein bisschen schwieriger, aber ist gut im Sinne der Nachhaltigkeit. Was haben wir noch? Wir haben die Stromsparmaßnahmen vorher gehabt. Wir haben Dieselgeneratoren. Das haben fast alle Rechenzentren als Backup für den Strom, wenn der Strom ausfällt. Die haben Katalysator, die haben eine Harnstoffeinspritzung, also das, was man als AdBlue beim LKW oder bei einem großen Auto kennt. Die sind fähig, auf HVO zu laufen, also auf Pflanzenöl. Es gibt leider nur nicht genug Pflanzenöl im Markt. Das ist so ähnlich wie Wasserstoff. Das nächste Thema. Wir könnten auf Wasserstoffzellen laufen. Die Wasserstoffproduktion ist noch ein bisschen gering im Moment in Deutschland und auf Gas möchte momentan keine wirklich als Primärstromquelle laufen. Ich glaube, das verstehen wir auch alle. Was wir uns aber auch angetan haben, ist, wir haben angefangen, alle Fassaden zu begrünen. War sehr aufwendig, hat aber ganz tolle Effekte und Rechenzentren sind oft in einem urbanen Gebiet. Also sie schlucken die Partikel von den Autos, die vorbeifahren, sie schlucken den Schall, sie helfen für Biodiversität, wir pflanzen Pflanzen, die dann auch für Bienen und Insekten helfen. Sie helfen zu kühlen, wenig, diesen Sommer sehr viel, wo es so heiß war. Aber der fünfte Punkt ist eigentlich auch ganz wichtig für alle, die in der Nähe dieses großen grauen Klotzes leben, der jetzt nicht mehr groß und grau ist. Sie sehen einfach schöner aus. Also so sehen mal unsere großen grauen Klötze in Deutschland aus, wenn die Pflanzen mit dem Rendering mitgehalten haben. Momentan sind die Pflanzen noch ein bisschen schüchtern in den ersten zwei Jahren. Das heißt, die Dinger sehen noch rau aus, aber sie werden grüner werden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Vielleicht nochmal zu einem Punkt. Vorgaben, Ziele und Resultate. Die Vorgabe im Koalitionsvertrag vom letzten Jahr ist, dass ab 2027 neue Rechenzentren klimaneutral sein müssen. Das müssen wir noch ein bisschen ausführen, wie das genau funktionieren soll und was es genau bedeutet. Wir haben uns als Unternehmen vorgenommen, dass wir alle unsere Rechenzentren bis 2030 klimaneutral haben wollen. 100% auf grünem Strom, wie gesagt, Deutschland schon lange. 50% echte Reduktion unseres Scope 1 und 2 und auch Scope 3 Ausstoß, also alles, was damit zusammenhängt, wie man baut, das CO2 im Metall, im Beton, in den Reisen der Bauarbeiter und so weiter und mit Offsets auf 100%. Also ist deutlich mehr, als eigentlich die Vorgaben der Regierung sind. Da sind wir nicht die Einzigen. Alle Rechenzentrumsbetreiber haben sich im European Data Center Pact zusammengeschlossen und haben dieses Ziel hergegeben. Ich wollte eigentlich nochmal zu dem Anfangsstatement kommen, bevor hier die Zeit abläuft und ich von der Bühne gezogen werde, dass die Rechenzentren eigentlich noch viel mehr Strom verbrauchen sollten. Es gibt eine schöne Bitkom-Studie. Und die sagt, was kann die Digitalisierung, also alles, was wir hier heute besprechen, denn zu den Klimazielen der Bundesrepublik beitragen? Und es sagt, wenn wir weiter digitalisieren wie bisher, dann sparen wir ungefähr 33% dieses Ziels durch die Digitalisierung ein. Und ein Fünftel davon ist der Ausstoß der digitalen Infrastrukturen. Wenn wir schneller digitalisieren, also bitte alle ein bisschen auf die Tube drücken, dann können sogar 50% der Ziele eingespart werden. Es bleibt aber trotzdem derselbe Quotient. Ein Fünftel ist der Ausstoß. Und eins, was perfekt hier zupasst, ist Einsparung durch Mobilität.
kennen wir alle. Bessere Navi-Systeme, bessere Steuerung, bessere Frachtsysteme und so weiter. Das ist das, was in den Kopf kommt. Ich habe angefangen mit dem Taxifahrer und dem ÖPNV. Die Leute sagen, sie fahren mehr ÖPNV, was von dem Bild vorhin weniger CO2-Ausstoß hat, als wenn wir alle mit dem Eigenauto fahren, wenn es digitaler ist. Das bedeutet, wir haben eine App, die alle Dienste miteinander vernetzt. Ich weiß genau, wann welcher Bus, welche Bahn, wo fährt, mich abholt und ich bleibe nicht stehen. Und ich kann in diesem Zug auch arbeiten, weil ich WLAN habe und weil es auch funktioniert. Dann würden die Leute einsteigen und würden mehr ÖPNV nutzen. Also das sind die indirekten Effekte der Digitalisierung. Danke. Punktlandung, das war dein Applaus, danke. Ihr Applaus, Herr Feidner. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und Ihre Impulse. Danke. Sehr gerne. Danke dir. Ciao.